Erweitertes Realitätstraining aktiviert. Erweitertes Realitätstraining abgeschlossen. Ist Joker wirklich krank? Angeblich stirbt er ja. Ist das hier kalt? Wem sagst du das? Erinnerst du dich an einen Winter, der so war? Du weißt schon, als du klein warst. Ach, jedes Jahr was. Erweitertes Realitätstraining aktiviert. Ja, der hat bestimmt auch seine Alte eingefroren. Ich meine, Finn. Erweitertes Realitätstraining fehlgeschlagen. Ich hab noch nie so gefroren. Erweitertes Realitätstraining aktiviert. Erweitertes Realitätstraining fehlgeschlagen. Glaub nicht, dass mir schon mal so kalt war. Erweitertes Realitätstraining aktiviert. Jetzt? Noch mehr Schnee? Erweitertes Realitätstraining fehlgeschlagen. Ich weiß, was ihr jetzt alle denkt. Kann das wahr sein? Stimmt all das, was man sich über ein Leben bei Joker Enterprises erzählt? Ich fürchte, ja, alles wahr. Aber seht es mal positiv. Wenigstens wisst ihr auch, was ihr euch da einlasst. Und ich kann euch eins versprechen. Ihr bleibt für immer. Sie ist das Feinste daran auch. Was ist los? Du jetzt heul zu deiner Mami. Erweitertes Realitätstraining. Fehlgeschlagen. Wer zum Teufel ist dieser Strange überhaupt? Erweitertes Realitätstraining aktiviert. Strange, das ist doch mal ein Name, der Vertrauen weckt. Erweitertes Realitätstraining fehlgeschlagen. Wenn ich raus. Es ist die blöde Fledermaus! Hinauskomme, verlasse ich sofort die stinkende Gotham City. Mann, ich würde sogar nach Gotham gehen. Ist überall besser als hier. R-Tiger 5 an Zentrale. Haben Sichtkontakt zu einem Notleuchtsignal auf einem Dach in District East Arkham. Wie sollen wir vorgehen? Ignorieren. Vermutlich ist es Mr. Wayne, der seine Leute kontaktieren will. Es wird ihm nicht helfen. Er wird in Arkham City sterben. Thank you.
diesem Dach hat jemand ein Notsignal gezündet. Entweder braucht jemand darin meine Hilfe oder es ist eine Falle. Überrascht, mich zu sehen, Batman? Ein bisschen. Als wir uns das letzte Mal gesehen haben, hingst du an meiner Motorhaube. Du wusstest, dass es mich nicht töten würde. Das hatte ich auch nicht vor. Ich habe keine Lust zu kämpfen. Was machst du hier? Dr. Youngs Titanformel. Der Pajasso hat ein paar von Arkham Island runterschaffen können, bevor du ihn gestoppt hast. Wie viele hat Joker denn noch von der Insel bringen lassen? Zu viele. Deshalb bin ich hier. Ich lass nicht zu, dass der Basura dieser Stadt Titan missbraucht. Dr. Young hat es mit meiner Hilfe erschaffen. Es ist meine Aufgabe, die Überreste zu zerstören. Ich helfe dir, aber nur damit du es weißt. Wenn du irgendwelche Tricks versuchst, gibt es Ärger. Wir finden Titanbehälter und zerstören sie. Abgemacht? Natürlich. Jeder Behälter hat einen Funksender eingebaut. In der Stadt hier gab es insgesamt 12 Behälter. Jeder von uns nimmt 6 und wir treffen uns hier. Jeder 6? Schön. Heute ist kein guter Tag, um mich anzulügen, Bane. Denk daran. Ich muss alles haben. Titan darf nicht aus Arkham City gelangen. Was ist los? Hast du Angst zu versagen? Dieser Pajasso wird dafür büßen. Erweitertes Realitätstraining aktiviert. Erweitertes Realitätstraining abgeschlossen.
So ist Batman hier. Erweitertes Realitätstraining aktiviert. Erweitertes Realitätstraining fehlgeschlagen. Angeblich wurde Bruce Wayne. Erweitertes Realitätstraining aktiviert. Joker Enterprise ist nicht die Erste. Nein! Bei einigen wäre ich schon froh, wenn es nur die Schlechtesten wären. Die meisten von ihnen haben definitiv keinen Ast des Intelligenzbaumes geschreibt, als sie vom Himmel fielen. Aber wisst ihr was? Es ist mir egal. Ich sehe, Sie haben Batman angefordert, Sir. Haben Sie beim Packen etwas vergessen? Nein, Alfred. Ich glaube, ich brauche den Greifhakenschub. Aber Mr. Fox sagte doch bereits, dass es noch nicht einsatzbereit ist. Wir sind noch in der Prototypphase. Ich habe lange genug trainiert. Ich bin bereit. Greifhakenschubverbesserung abgesetzt und bereit aufgenommen zu werden. Dass Riddler zurück ist. Anscheinend stimmt es. Erweitertes Realitätstraining aktiviert. Die Außenmauer von Arkham City wird von Tigerwachen gesichert. Nähern Sie sich nicht der. Erweitertes Realitätstraining fehlgeschlagen. Das mit äußerster Härte reagiert. Erweitertes Realitätstraining aktiviert. Erweitertes Realitätstraining fehlgeschlagen. Erweitertes Realitätstraining aktiviert. Realitätstraining fehlgeschlagen. Hier, Schnee. Verdammt, es reicht. Wieso hast du nicht getan, was ich wollte? Ich habe Essen mitgebracht. Ich nicht finden. Hör zu, ihr Vollidioten! Und hör gut zu! Du
wie ihr wisst, ist Mr. Jay. Er ist nicht mehr er selbst. Und das Letzte, was er gebrauchen kann, ist ein selbsternannter Superheld, der seinen Genesungsprozess stört. Da kommt dann ihr Spinner ins Spiel. Ihr müsst das Stahlwerk bewachen. Alfred, ich muss irgendwie in das Sionis Stahlwerk reinkommen. Wieso bin ich da nicht selbst drauf gekommen? Der Hauptschornstein? Okay. So dann. Zum Henker sollen wir da reinkommen. Es muss einen Weg geben. Was würde Batman tun? Sehe ich wie Batman aus? Nein, ich meine, er würde. Der Dampf aus diesem Ofen wird mich lebend kochen. Ich muss die Kohle irgendwie herunterkühlen. Joker will, dass man ihn für krank hält. Dann zack, erwischt. Weiß nicht, Mann. Sieht ziemlich krank aus. Meinst schlimmer als sonst? Schnauze! Was ist, wenn nicht jemand hört? Na und, so wie sich das alles anhört, weilt er nicht mehr lange unter uns. Wenn's erst soweit ist, werde ich mich Two-Face anschließen. Wieso solltest du das tun? Der ist noch irrer als Joker. Wenigstens weiß man bei Joker, dass er immer einen Plan hat. Two-Face wirft einfach nur die scheiß Münze. Ja und, was glaubst du passiert, wenn der Joker erst tot ist? Hast du etwa Lust, für Harley Quinn zu arbeiten? Sie ist okay. Irgendwie heiß. Die ist eine verdammte Irre. Und sie wird trauern. Sie wird dich umlegen, weil du nicht mittrauerst. Vielleicht wird er ja gesund. Es kommen doch ständig neue Ärzte. Sie könnten ein Heilmittel finden. So was passiert? Möglich. Vielleicht auch nicht. Aber was immer auch geschieht, wir werden uns entscheiden müssen. Habe ich euch nicht etwas Unterhaltung versprochen, Jungs? Bitte, ich habe alles versucht. Tja, hättest dich mehr anstrengen sollen. Die Quacksalberin hat Mr. J hängen lassen. Und ihr wisst, was das bedeutet. Oh, ich glaube, das können wir noch besser. Komm rein, Mr. Hammer. Komm, Mr. J. Hammer!
etwas länger leidet. Also gut, raus mit dem Rest von euch Idioten. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Geht zum Schneemann und bringt ihn hierher zurück. Sofort! Er wird dafür bezahlen, dass er Mr. J über den Tisch gezogen hat. Holt ihn her! Von wem hat Harley gesprochen? Klang, als würde sie Freeze den Krieg erklären. Ja, sie klang sauer. Was hat er mit Joker und diesem ganzen Mist zu tun? Was weiß denn ich? Seit kurzem dreht sie doch ständig durch. Joker ist vermutlich schwer krank. Ja, sieht so aus. Hätte gedacht, dass es ihn ewig gibt. Weißt du, was ich meine? Vielleicht hat es ja was mit dem ganzen Mist auf Arkham Island zu tun. Du hast gesehen, was passiert ist, oder? Nur das, was man im Fernsehen sehen konnte. Er war sowas wie ein verdammtes Monster. Er war riesig. Ich dachte, der fängt jeden Moment damit an, Hubschrauber vom Himmel zu schlagen. Und kurz danach sieht er wieder völlig normal aus. Ja, normal. Als ob der normal aussah. Ja, ja, okay. Er sah halt wie Joker aus. Ja, es war komisch. Ich glaub das nicht. Das gehört alles zu Jokers Plan, ganz sicher. Der überlebt das. Der verarscht Batman. Mehr nicht. Der Dampf blockiert den Ausgang. Wenn ich dem Rohr folge, müsste ich eine Möglichkeit finden, ihn abzudrehen. Ich kann nicht glauben, dass Harley Batman wirklich umgelegt hat. Wir knallen also jeden ab, der durch die Tür kommt, ohne einen über 2 Meter großen Schneemann dabei zu haben. So. Vorsicht! Batman ist hier! Was willst du tun, Batman? Hier oben in Sicherheit. Kannst du ruhig da unten bleiben und verbrennen. Alfred, ich habe den Joker gefunden, aber ich komme nicht ran. Ihnen fällt sicher eine Lösung ein, Sir. Ja, ganz bestimmt. Ich habe gesehen, wie eine Ärztin verschleppt wurde. Ich suche sie und kümmere mich dann um den Joker.
hat niemand gesagt, dass Batman herkommt. Und? Ich meine ja nur, ich dachte, der einzige Vorteil davon, eingesperrt zu sein, sei, dass Batman da draußen ist. Du weißt schon, in Gotham. Hast du Angst vor der bösen Fledermaus? Jokers Männer erwarten mich. Nein, Angst, ich sollte nicht den gerade. Raum unter die Lupe nehmen und rausfinden, er wo sie stehen. In der Anstalt vor 6 Monaten 3 Rippen. Sie haben diesen Durchgang gesichert. Ich muss eine andere Möglichkeit finden, an Jokers Männern vorbeizukommen. Leichter gesagt als getan, Mann. Du hast ihn noch nie in Aktion gesehen. Wenn er kommt, zeige ich ihm, dass man sich mit mir nicht anlegen sollte. Harley will, dass er stirbt. Ich will Harley. Bist du verrückt? Harley? Hast du etwa vergessen, wer ihr Freund ist? So wie ich das sehe, wird bald schon die ganze Welt vergessen haben, wer ihr Freund ist. Dann fahre ich auf der Harley. Oder du kriegst eine Kugel ab. Im Ernst, Mann, werd nicht übermütig. Batman ist gefährlich. Und Harley erst recht. Nehmt die Tür. Ich habe diese Seite. Hab einen gefunden. Sind sicher runtergefallen. Klappe, Doc. Wenn ich noch mehr von dem Geschrei höre, knall ich dir die Birne weg. Kapiert? Aufwachen, hörst du mich? Wach auf! Batman ist hier, um dich zu retten. Da draußen ist es still geworden. Bleib hier. Hä? Ich pass hier auf! Ooh!